38. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga und er ist der neue Mann für die DEG. Adam Pejal mit seinem ersten Auftritt für die DEG gegen Thomas Popisch und die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Pejal direkt auf dem Eis in den roten Trikots, die DEG von links nach rechts und dann nach 36 Sekunden steht es 1:0 für die Gastgeber, weil ausgerechnet Pejal getroffen hat. Vom Bulli weg, er gewinnt das Bulli Akta mit dem Schuss und dann hält Pejal seinen Schläger in den Schuss und überwindet Gutlewskis im Tor der Fishtown Penguins. Und Düsseldorf als Tabellen 13. mit dem nächsten Angriff, mit einem Konter, mit Agostino und mit Akta 2:0. 9. Spielminute, Düsseldorf gegen den Tabellenführer mit 2:0 vorne. Für Sinan Akta ist es der erste Treffer in dieser Saison durch die Schoner von Gutlewskis. Aber Bremerhaven kann Überzahl. Und wie sie das können. 2 Minuten noch zu spielen im ersten Drittel und es steht nur noch 1:2. Conrad mit seinem 11. Saisontreffer. Haukeland das erste Mal geschlagen und Bremerhaven das erste Mal auf der Anzeigentafel. 2:1 also nach 20 Minuten für das Team von Trainer Thomas Dolak. 2. Drittel. Bremerhaven mit der nächsten Chance und dem nächsten Tor. Ausgleich. Sie zeigen Moral. Micha Verlic fälscht den Schuss von Eminger ab. Und dann ist es der Ausgleich. Der Stock nicht zu hoch, sagen die Unparteiischen. Das 2:2. Bremerhaven also mit dem Ausgleich, aber Düsseldorf mit dem nächsten Treffer. Auch sie können heute Überzahl. Sie treffen durch Alex Ehl. 27. Spielminute, 8. Saisontreffer für ihn. Und auch da Adam Pejal nimmt die Sicht für Gutlewskis, also der Neuzugang, performt von Beginn an. Immer noch das 2. Drittel. Blank, Clark, 4:2. Doppelschlag DEG nach 2:0 Führung, 2:2, jetzt wieder das 4:2. Für die Mannschaft, die die wenigsten Treffer in der deutschen Eishockeyliga erzielen, aber vielleicht durch die rhythmischen Klänge der japanischen Community sind sie besonders motiviert. Und dann im letzten Drittel geht es gleich wieder gut los. Kälble mit einem Schuss einfach mal von der blauen Linie. Freie Sicht für Haukeland, einen der besten Torhüter in der DEL. Und der rutscht ihm durch. Es steht nur noch 3:4 aus Sicht der Gäste aus Bremerhaven. Den hätte Haukeland haben müssen. Düsseldorf aber nicht verlegen um Antworten. Alex Blank wieder die 2-Tore-Führung. Alex Blank, sein 3. Treffer in dieser Saison. Düsseldorf wieder mit 5:3 vorne und Gutlewskis zum 5. Mal in dieser Partie geschlagen. Da kann man Angst kriegen vor Alex Blank. Aber die Saison zeigt, dass Bremerhaven immer Wege findet, um Spiele wieder zu drehen. Und das machen sie hier auch. Zumindest schon mal den Anschlusstreffer erzielen sie durch Friesen. Aber nach diesem Katastrophenpass von Agostino, dem Düsseldorfer, genau auf den Schläger von Friesen. 6 Minuten noch zu spielen, Überzahl und Weise mit dem Ausgleich für Bremerhaven. 5:5. Sie haben den Weg gefunden zum 5:5. Bremerhaven einstudiert, Weise kommt und dann keine Chance für Haukeland. Ein torreiches Spiel für die knapp 12.000 im PSD Bankdom. Thomas Popisch sieht dann eine Verlängerung, in der nichts passiert, dafür aber dann ein Penalty-Schießen. Und dann kommt die DEG über O'Donnell mit der Möglichkeit und dem Tor gegen Gutlewskis. Durch die Beine von Gutlewskis und dann ist die DEG also vorne in im Penalty-Schießen und dann hat Obers noch die Chance zum Ausgleich. Obers gegen Haukeland, er scheitert. Die DEG holt den Zusatzpunkt, gewinnt mit 6:5 nach Penalty-Schießen. Wir haben die Stimmen zum Spiel.
Die Bremerhaven haben zweimal eine 2-Tore-Führung von uns aufgeholt. Da müssen wir einfach konzentrierter bleiben, weil ich denke, wir haben heute schon 3 Punkte verdient gehabt. Aber zum Glück haben wir die 2 Punkte mitgenommen. Wir haben einfach nicht konsequent genug gespielt. Wir haben die Scheiben nicht geklärt, weil man sie hätten klären können und hätten klären wollen. Und ja, Düsseldorf ist eine gute Mannschaft. Die sind jetzt komplett oder fast komplett von ihrem Verletzungspech wieder frei. Bremerhaven bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga und die DEG holt wichtige 2 Punkte im Abstiegskampf. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.